Jetzt würde ich gern Webcam-Spaß machen. Damit es nicht immer nur so darum geht, dass wir irgendwelche eigenen Sachen erzeugen müssen. Wir können ja uns jetzt auch mal anschauen, wie ihr Zugriff auf so andere Möglichkeiten bekommt. Wie zum Beispiel, wir haben ja schon mal mit Audio Equalizer gearbeitet, wo wir uns so einen Wert rausgezogen haben, mit dem wir irgendwie Form zum Beispiel explodieren lassen können oder so, je nachdem, wie laut wir ins Mikrofon sprechen. Man kann aber zum Beispiel auch mit ganz so eine Menge anderen Sachen arbeiten, zum Beispiel halt eben auch die Webcam. Da werden wir jetzt im ersten Example so ein kleines Beispiel bauen, wo wir einfach einen Filter darüber legen, so ein bisschen mit Farben rumspielen. Und einfach nur, damit ihr so ein bisschen aware davon seid, dass man auch mit der Webcam was machen kann. Da könnt ihr euch dann irgendwie, wenn ihr da irgendwie Lust habt, noch ein bisschen weiter reinzugehen, dann auch nochmal vom Schiff mehr Videos reinziehen. Und dann am Ende, wenn noch Zeit da ist, würde ich dann vielleicht noch mein super interessantes Advanced-Beispiel machen. Genau. Das heißt, ich gehe einfach mal, um euch jetzt zu erklären, wie das funktioniert. Ich muss mal kurz rumswitchen und mir das Example nochmal aufmachen, damit das relativ flott geht. Und ich werde jetzt einfach mal einen neuen Sketch aufmachen. Und das ist jetzt auch nicht so viel. Also das ist jetzt wirklich nur ein paar Zeilen Code, mit denen ihr das hinbekommen könnt, eure Kamera anzeigen zu lassen. Ich gebe jetzt einfach mal wie immer am Anfang dem Canvas einfach mal eine dynamische Größe, indem ich hier wieder let width reinschreibe, ist gleich, was ist denn vielleicht eine gute Größe? Ich mache jetzt mal was Kleines, 390, Let Height und 240. Das ist so ein typisches Seitenverhältnis für so eine Kamera. Das kann man jetzt auch mal 2 mal 3 rechnen, wie dann, je nachdem, wie stark der Rechner ist. Bei mir raucht er bloß langsam, weil die Aufzeichnung relativ viel Ressourcen gerade zieht. Und ich packe jetzt hier wieder die Width rein. So, und man merkt so, umso öfter man das macht, desto mehr wird es wie so ein Kochrezept einfach abarbeiten. Und es gibt quasi noch eine weitere Funktion, mit der ich, anstatt mir nur hier an der Seite mein Canvas anzeigen lassen kann, kann ich mir auch meinen Webcam-Inhalt anzeigen. Und da gibt es eine Funktion, die kann man jetzt auch nochmal in der Reference nochmal nachlesen, aber die heißt Create Capture. Und die kann ich jetzt mal hier reinschreiben. Capture. Und die brauchen einen Parameter, der heißt Video. Ups. Kann ich das Mikrofon noch hier ausschalten? Okay. Und wenn ich hier diese Zeile hinzugefügt habe, Create Capture Video, dann habe ich hier unten ein Webcam-Bild von mir. Also das, was ihr jetzt auch schon seht, habe ich jetzt auch hier drin. Cool. Und das Problem ist bloß, es ist drunter. Und long story short, dieses Element hier unten, also dieses, wo ist meine Maus? Hier. Also dieses ganze Ding ist quasi ein separiertes Objekt von diesem Canvas. Und was wir jetzt nur machen müssen, ist mit ein paar Befehlen, die sage ich euch jetzt einfach, weil das ist dann so Boilerplate für euch wieder, müssen wir einfach nur das Webcam-Bild halt in den Canvas noch reinkopieren. Und ja, was man dafür machen muss, ist, man muss sich hier außerhalb noch eine Variable festlegen. Die nenne ich jetzt einfach mal Capture oder Webcam. Nennen Sie einfach mal Webcam. Und was ich machen muss, ist Webcam ist gleich Create Capture schreiben. Warum ich das mache, ist, ich will diese Variable Webcam in Setup und in Draw einfach zur Verfügung stehen haben. Und deswegen muss ich das hier oben außerhalb schreiben. Macht es mir einfach nach und dann passt es schon. Und ich tue zusätzlich einfach auch nochmal sagen, dass ich die Größe, dass ich die quasi, weil das Bild hier unten ist ja quasi größer als das hier oben. Ich kann jetzt mit einer Funktion einfach sagen, okay, ich möchte, dass es genau die gleiche Größe hat. Das kann ich machen, indem ich schreibe Webcam, .size. Und die Funktion nimmt halt zwei Parameter entgegen. Das ist die Höhe und die Breite. Das ist sehr gut, dass ich die hier oben schon mal angelegt habe. Kann ich gleich wieder verwenden. Schreibe rein width und height. Und schon habe ich eine ähnliche Größe. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch sagen, dass ich in der Draw-Funktion bitte immer das aktuelle Kamerabild angezeigt haben möchte. So, das kann ich ja, da gibt es auch eine Funktion dafür. Und die haben wir vor uns auch schon mal in einem anderen Example gesehen. Und die heißt Image.
wieso Image? Weil, ja, weil die Kamera, genauso wie die Draw-Funktion, mehrfach die Sekunde abläuft und mit einer gewissen Bilderanzahl pro Sekunde daherkommt. Und deswegen tue ich jetzt keine Videodatei da reinmachen, sondern jeden einzelnen Frame. Und das kann ich machen, indem ich einfach hier reinschreibe. Ich nehme ein Image, da kann man normalerweise auch einfach ein Bild einfügen. Das könnt ihr euch ja nochmal in dem Example angucken, was wir vor uns anguckt haben mit den Katzen und den Fischen. Das funktioniert quasi genauso, nur dass wir jetzt die Webcam hier reingeben und noch mit dazu sagen, wie groß das ist, nee, an welcher Stelle das ist, also an 0.0. Ich möchte, dass es halt hier oben in der Ecke positioniert wird. Und siehe da, ich habe jetzt auf meinem Canvas, der liegt nämlich eigentlich hier drunter, habe ich jetzt auf meinem Canvas meine Kamera drauf. Damit kann ich dann cooles Zeug machen. Und das hier unten, das kann ich verstecken. Und das mache ich, indem ich hier einfach in der Setup-Funktion webcam.hide eingebe. Also versteck einfach die Webcam. Und wenn ihr dieses Boilerplate hier habt, das kommt dann auch wieder in den Notion-Tab rein, schon habt ihr es geschafft, einfach nur eure Webcam abzugreifen und habt die im Browser darstellbar. Das funktioniert, soweit ich das bis jetzt gecheckt habe, funktioniert das auch mit eurer Handy-Webcam. Aber ich weiß nicht genau, ob dann irgendwie so ganz abgefahrene Funktionen danach damit funktionieren oder nicht. Das muss ich nochmal testen. Aber theoretisch könntest du jetzt aufs Handy nehmen und dann sagt er, ey, ich möchte die Kamera freigeben. Zack, fertig, funktioniert das. Und jetzt um so absolute Basic-Filter zum Beispiel zu benutzen, kann man auch wieder auf die Reference gehen. MP5 Reference. Und da gibt's in der Reference, wir erinnern uns, hier sind ein Haufen Funktionen drin, gibt's zum Beispiel auch eine Funktion, die heißt Filter, die habe ich mir gemerkt. Ich habe jetzt einfach Command F gedrückt, um die ganze Seite zu durchsuchen. Und hier haben wir den Untersektion Image. Und da gibt es halt hier zum Beispiel eine komplette Rubrik, die heißt Filter. Und jetzt kann ich mir in Examples halt ein paar Filter angucken. Threshold ist quasi wie so, jetzt können wir so ein bisschen in Photoshop-Filter denken, ne? Also Threshold ist zum Beispiel so Tontrennung in Photoshop. Gray ist, mach mein Bild in eine Graustufenbild. Opaque ist, was ist das nochmal? Ich weiß nicht, kann es nicht übersetzen. Oh damn. Ja, das. Was heißt denn das nochmal? Okay, alles klar. So, danke. Super, dass das auch so benutzt. Blur ist halt so Gaußscher Weichzeichner und sowas. Und da kann man halt so einen Haufen Filter schon mal drüber packen und kann so ein bisschen damit rumspielen. Wo steht das hier erklärt? Erode, Blur. Ah, okay, Opaque. Setzt der Alpha Channel. Okay, also ja, Opacity. Also, oder Transparency oder was weiß ich. Und da könnt ihr so ein bisschen rumspielen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und nehme jetzt einfach mal irgendwie Invert. Das ist auch immer richtig übel. Und ich kann im Grunde einfach hier in der Draw-Funktion sagen, nachdem ich das Bild gezeichnet habe hier, kann ich mit dem Filter auf dieses Bild zugreifen und halt verändern. Und jetzt sieht ihr mich total schrecklich invertiert. Und ich kann mir aus der Library hier unterschiedliche Werte raussuchen. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal Filter Blur. Und Blur nimmt halt eben nicht nur ein Parameter entgegen, sondern halt gleich zwei. Und dieser zweite Wert ist, ich vermute jetzt mal, die Pixelanzahl, um die geblurrt wird. Bei mir hängt es gerade total, weil das Blur relativ rechenintensiv ist. Deswegen tue ich das mal kurz auskommentieren, damit ihr mich wieder flüssig seht. Alles klar. Und das ist so, damit könnt ihr zum Beispiel auch ein bisschen rumprobieren und vielleicht irgendwie nochmal das Example aus der ersten Stunde nehmen und irgendwie die Werte von einem Audio-Equalizer zum Beispiel schon dran packen. Also nehmt euch das Boilerplate aus dem ersten Beispiel, habt da irgendwie Ton, also die Tonvariable, die da rauskommt, dieser Mic-Level, den wir da hatten. Ansonsten, wer jetzt gerade nicht weiß, was Phase ist, einfach nochmal im ersten Tutorial nachgucken oder sich einfach das Ding aus dem Notion-Space angucken, also quasi. Wo hatten wir es gehabt? Upp. SAP Income
einfach das nochmal angucken. Da gibt es auch nochmal eine Kombinationsmöglichkeit. Und da könnt ihr halt auch so ein bisschen rumprobieren und rumprogrammieren. Jo, so, jetzt haben wir es um 16 Uhr. Ich hätte jetzt noch ein Advanced-Beispiel. Also das Beispiel finde ich eigentlich ganz witzig. Aber ich frage mich, ob ich euch das jetzt im Detail erklären soll oder ob ich es euch zeigen soll. Hier ist nochmal das Audio-Equalizer-Template. Da könnt ihr einfach drauf gehen. Und kopiere mir das mal raus hier. Upsi. Ach so, okay, Notion, ja. Genau, da könnte man zum Beispiel sagen, man nimmt sich hier aus dem den Amplifier hier raus. Das hatten wir ja hier gehabt mit dem Sound Level. Und ich klicke hier drauf und dann nimmt er mein Sound Level und was er hier im Grunde gemacht hat, ihr könnt euch ja den ganzen Code hier kopieren. Und dann haben wir hier diese var amp, könnt auch LED schreiben, sind ja neu. Das LED-Amp einfach rauskopieren und könnt das zum Beispiel an irgendeinen Wert von der Webcam binden oder an irgendwie die Transparenz. Umso lauter ihr seid, desto mehr sieht man euch irgendwas. Also relativ schnell kann man da zum Ziel kommen, indem man halt mehrere von den Examples, die ich euch gezeigt habe, so kombiniert. Macht es Sinn? So. Bin ich wieder genau in 2 Stunden drin. Ich kann euch ja zum Beispiel erstmal vielleicht eine Sache zeigen und dann könnt ihr ja sagen, ob ihr Bock drauf habt, ob ich euch das im Detail erkläre. Ich habe nämlich zum Beispiel mal ich ziehe das mal hoch. Funktioniert das? Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe zum Beispiel mal das Ding gebaut. Ich glaube, ihr seht das in Zoom eh nicht ganz so flüssig, aber was dieses Ding hier macht, ist, es gibt noch so Bildanalyse-Geschichten aus P5 und ich habe da mal eine Funktion zusammengeschrieben, die könnt ihr euch theoretisch auch kopieren und was diese Funktion macht, ist, die gibt euch eine X- und Y-Koordinate. Ups, wo ist denn? Der Rechner kommt mir ganz hinterher. Ja geil, es funktioniert jetzt gerade genau nicht. der gibt euch eine X- und Y-Koordinate von dem hellsten Punkt im Bild zurück und packt dann da einen Text dran. Das Problem ist bloß, mein Rechner brennt gerade komplett ab. Ich mach mal kurz bei Zoom meine Kamera aus, damit ich ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung habe. Ups. Achso, ich musste mal das Mikrofon wegdrehen. Ja, funktioniert's? Nein! Oh Mann! Das ist doch so doof! Heute früh hat es doch geklappt. Oder ist es irgendwo unten in der Ecke? Ach doch. So ein Mist. Funktioniert. Sieht man das? Ist da unten irgendwas? Nee, jetzt ist ja, habe ich meinen Finger davor. Wie dumm. Ich sehe es nicht. Ja, das Problem ist bloß, es ist halt ein bisschen zu hell. Ich kann ja mal ganz schnell meine Vorhänge zumachen gehen. Und dann müsste man es eigentlich erkennen. So, einfach ein bisschen dunkler den Raum machen. Ah, du bist cool. Warum funktioniert das denn? Es hat vor uns wirklich doch tatsächlich noch funktioniert. Ich weiß auch nicht wieso. Ich optimiere mal den Code und dann kriegt ihr eine Funktion, ihr könnt euch einfach rauskopieren. Das muss ich jetzt afterwards so machen. Sorry, dass es jetzt gerade nicht geklappt hat. Verdammt. Macht mich fuchsig immer. Mann. Ich gucke mir mal, ob ich vielleicht noch ein anderes Beispiel habe. Und ansonsten bin ich, glaube ich, für heute schon durch. Also mehr habe ich jetzt seit gestern Abend nicht geschafft vorzubereiten. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar, also Arrays ein bisschen näher bringen, was voll wichtig ist und voll interessant ist. Und ihr könnt irgendwie probieren, andere Daten reinzuspielen, irgendwie mit was komplett Zufälligem irgendwie rumzuprobieren. Das wäre irgendwie ganz cool, aber oder halt irgendwie zu sagen, ihr nehmt euch weiterhin nochmal Sachen, die ihr vielleicht vorher schon mal benutzt habt. Und und probiert einfach ein bisschen weiter rum und es geht ja auch so ein bisschen langsam in die Richtung. Und das können wir ja dann, würde ich dann auch sagen, dass wir das dann auch nächste Woche machen, für diejenigen, die jetzt in der Woche noch rumprobieren.
Und sagen so, okay, es gibt ja dann irgendwann am Ende des Semesters dieses Abschlussprojekt. Und es werden natürlich nicht alle sein. Das sagt auch die Erfahrung, dass jetzt irgendwie jeder am Ende sein Projekt in P5.js machen möchte. Ich kann mir mal ganz kurz meinen Bildschirm stoppen. Dass nicht jeder was mit P5 unbedingt machen will. Aber diejenigen, die sagen so, boah, ich finde das schon interessant und will sich so langsam vielleicht schon Gedanken drüber machen, was wollt ihr denn machen? Dann können wir ab nächster Woche uns überlegen, quasi so wie Konsultationstermine noch einzurichten, die dann fortlaufen, ein bisschen weiterlaufen, wo wir uns nochmal gemeinsam treffen können. Wenn ihr eine Idee quasi für das kommende, also für das restliche Semester habt und wollt es irgendwie mit P5 umsetzen, können wir dann so ein paar Konsultationstermine machen. Also das heißt, die Termine gehen von mir zwar noch ein bisschen weiter, aber ihr könnt quasi dann zu mir kommen und könnt dann erstmal sagen, okay, ich habe nächste Woche zum Beispiel die Idee, weiß ich nicht, irgendwie mit meiner Handykamera random irgendwie mal die Farben abzufilmen und die zu analysieren und zu gucken, was umgibt mich denn oder sowas. Also da sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und deswegen macht es voll Sinn, wenn diejenigen, die Bock haben, sich bis nächste Woche so ein bisschen vielleicht überlegen, okay, in welche Richtung könnte es denn gehen? Oder was brauche ich denn dafür? Dass wir nächste Woche dann Termine machen, wo ich dann einfach mit euch sprechen kann, weil ich kann euch dann eher sagen, so, okay, ist es quasi in irgendeinem Zeitrahmen umsetzbar oder ist es halt utopisch? Dafür lege ich dann gleich. Okay, schieß los. Ach so. Genau. Nee, ich bin noch da. Ich hatte es gerade fuchsig gemacht, dass es nicht funktioniert hat. ja. Also ich bin soweit erstmal durch, weil ich glaube, das mit dem Eraser kann man schon relativ viel Zeit auch drin versenken. Verdammt. Jetzt kann ich wieder reden. Ja, nee, klappt gerade irgendwie nicht. Das ist immer doof, wenn er so. Ah. Ich habe es gestern Abend geschrieben. Wenn es halt irgendwie richtig dunkel um mich drumherum ist, dann funktioniert das total gut. Also wirklich so hin und her. Und das habe ich ja schon vor 2 Jahren, haben wir da mal so ein Pong-Spiel draus gebaut. So kann man so zweit im Raum sitzen und macht dann so und so und so und so. Und dann kann man irgendwie Pong spielen. Ja, schade, dass ich das jetzt nicht einfach euch geben kann. Ich fix das bis zum nächsten Mal. Ansonsten, ja, wie gesagt, okay, dann probiert einfach weiter rum. Macht erstmal, nehmt die Examples weiter, probiert ein bisschen weiter rum und vor allen Dingen, jetzt im Anschluss machen wir jetzt ja noch die Fragenbeantwortung. Und ich würde sagen, dass wir für jeden Termin, wir haben jetzt ja 1, 2, 3, 4, 5, dass wir für jeden Termin so grob 10 Minuten irgendwie einplanen, würde ich jetzt mal sagen. Und danach mache ich dann halt irgendwie mal Pause. Das heißt, wenn wir jetzt genau, wenn wir jetzt so, sagen wir mal, Viertel anfangen,
dass es dann immer in 10-Minuten-Takt dann durchgeht und dann könnt ihr halt theoretisch alle da bleiben. Aber wenn jemand sagt, okay, ich will nur bei meinem Problem mit dabei sein, dann kann er sich oder sie sich dann halt zu dem gewissen Zeitpunkt dann einschalten. Das macht Sinn. Und ich schreibe jetzt mal ganz kurz die Timetable dafür auf und ich schreibe die mal schnell in den Chat. Dann wisst ihr auch, zu welchem Zeitpunkt ich das mache. Also wir fangen 15 jetzt damit an. Lena ist um 15 dran. 16. 15. Ups. Oh. Dieses Fenster ist echt komisch. Danach kommt Tilla ab 16.25 Uhr. Danach kommt Jesse oder Jesse? Ah, okay, alles klar. Ab 16.35 Uhr. Fuck, wer war denn das mit dem Josh? War das mit dem Safari, ne? Safari ist um 16.45 und dann haben wir Maximilian ist um 16.55 und dann hoffe ich, dass wir dann eigentlich alles durchkriegen, oder? Oder dann haben wir jetzt quasi das erstmal so gescheduled und dann haben wir jetzt immer so 10 Minuten Termine, da kann ich nochmal im Detail drüber quatschen. Jemand, der sagt so, ey, brauche ich jetzt gerade nicht, kann theoretisch rausgehen, ansonsten machen wir jetzt quasi so Einzelgespräche und kann rausgehen und schon ein bisschen weiter probieren und rumtesten und machen und Happy Coding machen. genau. Ich habe wieder meine Schissfolie und achso, mein Bildschirm wird nicht geteilt. Ja, und wenn es quasi, gibt es jetzt trotzdem noch weitere Fragen? Wir haben jetzt ja noch 5 Minuten Zeit. Nächste Woche bin ich auch ein bisschen besser vorbereitet, glaube ich. Lag jetzt halt wirklich eine ganze Woche im Bett und man merkt dann schon so, okay, ist dann ein bisschen schwieriger, aber ich bin dann ein bisschen besser vorbereitet auf jeden Fall. Und wir gehen dann noch ein bisschen, können dann ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und ich glaube, es macht dann auch Sinn, jetzt von dem, was ich heute gehört habe, so, man merkt da schon so, in welche Richtung drehen sich denn alle Leute, wie viel machen sie denn und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist dann spannend zu sehen, wie sich das in den nächsten Wochen auch entwickelt, wenn von euch so ein bisschen Input kommt. Das heißt, wieder so, nächste Woche machen wir es wieder genauso. Wir machen so ein bisschen Zirkus-Showcase und dann gucken wir uns einfach alles genau nochmal an und dann gucken dann halt, wie man sich dann halt selber mal weiterentwickelt hat. Genau. Ah, ja. Genau. Okay. Ich kann ja noch, also dann mach, tschüss Miriam, hau rein. Wir sehen uns nächste Woche. Achso, ich wusste jetzt, dachte jetzt, du bist nächste Woche raus in der Stadt jetzt. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir einen schönen Nachmittag. Mach's gut. Ich habe jetzt hier nochmal kurz eine Page offen, die habe ich jetzt schon ein paar Mal gezeigt, so, damit kann man eigentlich ganz cool auch nochmal so Sachen suchen und ein bisschen auch andere Beispiele, weil ich schaffe es jetzt halt immer nur so 2-3 Beispiele euch zu geben und hier gibt's so tausende, und da könnt ihr quasi hier oben in den Suchbegriff irgendwas eingeben. Sowas wie, ja, ich weiß nicht, Webcam oder sowas habe ich jetzt gerade ja mit euch gemacht. Und dann werden hier ein paar coole Sketches geladen. Und das sind quasi alles Sachen, die Leute halt schon mal gemacht haben. Und ich habe das jetzt ja gerade schon in den ganzen quasi in Examples, die ihr mir gezeigt habt, gesehen, ihr ändert da ja auch gerne irgendwelche Sachen und hier gibt es nochmal richtig viel Kram. Hier gibt es auch so viele einfache Übungen. Ihr könnt dann hier oben Sketches that are created during any time
Ihr könnt dann aber zum Beispiel auch auf Received Hearts gehen. Das sind dann meistens dann die etwas populären. Und dann könnt ihr euch hier zum Beispiel angucken, was andere so gebaut hat. Und das kann euch relativ, also habt ihr einen ziemlich großen Pool, wo man sich halt irgendwie so ideentechnisch ein bisschen was rausziehen kann. Das ist voll viel wert, das mal auszuprobieren. Und da kann man richtig viele Suchbegriffe reingeben und man kann sich halt eben auch den Code angucken. Genau. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit, dann würde ich mal dann in die Feedback-Session einsteigen. Ja, und wie gesagt, also für alle diejenigen, die sagen so, boah, nee, will ich mir jetzt nicht mehr geben, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin dann noch ein bisschen besser vorbereitet. Und für den Rest machen wir jetzt quasi die erste Session mit Lena, um diese Pause-Geschichte ging. Das, glaube ich, schaffen wir auch wahrscheinlich in unter 10 Minuten. Okay, schauen wir mal, bleiben alle drin. Vielleicht können wir es auch einfach schnell abarbeiten. Okay, also wir hatten ja vor uns schon, ich gehe einfach nochmal auch einfach mal P5-Dokumente auf. P5-Web-Editor. Und kümmere mich jetzt nochmal drum um dieses Stopping. Obwohl, ich kann ja auch direkt deinen Sketch nehmen, ne? Das war der hier. Und Maus, was ist der? Ja, ne? Ja, ne? Ach so, stimmt. Ach, stimmt. Sorry. Ja, ich habe hier in der Zeile verrutscht. Das Koordinatensystem. Schieß los. Genau, ja. Okay, schau mal nach. Ich kopiere erstmal das Create Canvas in die Setup-Funktion. Vielleicht kann das ja schon mal helfen. Oder muss das da unten rein? Ach, Box is only supported in WebGL-Mode. Warte mal, ja. Also die Create Canvas Funktion kommt eigentlich immer in die Setup. Das ist jetzt erstes. Ah, okay. Probier es einfach nochmal aus. Vielleicht kann das ja schon mal helfen, weil wir jetzt. Jetzt gucke ich mal, ich tue mal den Translate hier rausnehmen und gucke mal, was passiert. Ah, okay. Der fängt hier vom Mittelpunkt an und jetzt ist die Frage. Ah, okay. Haha, ich verstehe, was du meinst. Also, der Unterschied ist zwischen dem, was du hast. Ich gehe mal kurz in mein Zeichentool rüber. Ha, das ist ja witzig, dass ich schnell gecheckt habe. Warte mal, ich mache hier mal alles weg. Kann ich hier auch schnell alles wegmachen? Das mit dem Translate, wenn du im zweidimensionalen Raum bist, und ich zoome hier mal ein Stück ran, wenn du im zweidimensionalen Raum bist, dann hast du ja quasi das Koordinatensystem so hier. Ne? Dann ist hier dein Canvas irgendwie drumrum so, der geht dann irgendwie so, bla bla bla. Das ist deine X-Richtung und das ist deine Y-Richtung. Wenn, das ist quasi ein zweidimensionales kartesisches irgendwie Koordinatensystem. Du hast jetzt aber ja WebGL benutzt, also quasi das hier, ne? Und das macht quasi, dass deine Szene nicht mehr zweidimensional ist, sondern dreidimensional. Und in P5 ist es so, und es ist auch, glaube ich, überall sonst so, wenn du ein dreidimensionales Koordinatensystem hast, dann ist es ja, glaube ich, so hier, ne? Also du hast hier X, Y und Z. Und das Ding ist, bei einem dreidimensionalen Koordinatensystem, wenn man sich überlegt, da wäre hier der Canvas drumrum, dann nimmt der als den 0-0-Punkt immer den Mittelpunkt vom Canvas. Oh Gott. Verstehst du, was ich meine? Also bei einem dreidimensionalen Koordinatensystem wird immer der Mittelpunkt genommen und bei einem zweidimensionalen... Ich kann das ja hier nochmal markieren. Upp. Ja, okay, das war eine Maus weg. Ist das hier der Mittelpunkt und beim zweidimensionalen ist das hier. Und deswegen kommst du auf dieses Translate, dass der halt das Translate am Anfang in der Mitte hat und deswegen musst du es quasi
hast du es ja mit, glaube ich, translate hast du ja minus 200 und minus 200 geschrieben. Und damit hast du quasi den Punkt wieder hier zurückgeschoben. Und der war ja irgendwo hier oder so. Ich schaue mal kurz hier. Also du willst im Grunde wie eine Kollisionsabfrage machen, ne? Also du willst quasi gucken, ob die Maus quasi auf derselben Position ist wie das Ding. Also ich kenne eine Lösung, aber die ist, glaube ich, eine ziemliche If-Hell. Also Creating Collisions Intersection. Ich guck mal schnell, ob ich gerade auf Anhieb ein richtiges Video vom guten Dan finde. Ups. Boah. Nö. Es macht schon Sinn. Also du könntest natürlich sagen, okay, du nimmst die Mausposition und fragst halt jeden Frame ab, ob die Mausposition an derselben Position ist wie dein Objekt halt, ne? Aber das ist halt ganz schön iffig. Also du musst halt ziemlich viele If-Konditionen schreiben, damit das funktioniert, und das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt aber, glaube ich, ich gucke gerade parallel, damit du verstehst, was ich mache. Ich glaube, es gibt ein Video zu Dan von Dan irgendwie. Intersects. Also es gibt, der hat eine Funktion geschrieben, die Intersect bedeutet. Ich mache halt quasi jetzt in dem danach, sammle ich die Fragen nochmal und tue dann einfach für die Sachen, die ich jetzt nicht beantworten kann, dann von ihm auf die Videos reinknallen. Und da schicke ich dir bei Incom nochmal das Ding. Genau. Also es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit. So viel ist klar. Ich glaube aber, im dreidimensionalen Raum ist es ein bisschen schwieriger als im zweidimensionalen. Okay. Voll. Wir haben ja noch 5 Minuten Zeit, ne? Oder? Was war es? 15? 3 Minuten. Du könntest halt, ich kann ja mal kurz irgendwie nochmal versuchen zu skizzieren was. Machen wir meinen Stift größer. Oh Mann. Kann ich alles markieren? Nee, kann ich nicht. Upp. Nö. Ja. In den 3 Minuten, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wenn du halt hier ein Objekt hast, ne, irgendwie so ein, oh Scheiße, Junge. So, jetzt ist ein Rectangle. Auch gut. Ich habe diese Draw-Software heute den ersten Tag, so, ich muss mich dann reinfuchsen. Und du hast ja hier deine Mausposition. Ich nehme jetzt mal hier die Maus. Und die hat ja irgendein X und einen Y-Wert. Dann kannst du ja zum Beispiel sagen, if X ist größer als diese Position hier, also quasi die X-Koordinate von dem Rectangle. Das wäre zum Beispiel eine Bedingung dafür, und aber auch kleiner. If X ist kleiner als die X-Koordinate von dem Rectangle plus die Breite von dem Ding, dann hast du im Grunde gesagt, dass der X-Wert irgendwo zwischen hier und hier sein muss, ne? Und das kannst du halt, das kannst du mit Y genauso machen. Wie gesagt, aber dann hast du halt 4 If-Bedingungen, um eine Kollision zwischen deiner Maus und diesen einen Ding herzustellen. Ich glaube, das geht ein bisschen einfacher.
genau, für alle Rectangles, weil man sich ja, genau, weil du halt dann in dem Moment sagst, weil deine Mauskoordinate hier dazwischen sein muss und die muss hier dazwischen sein. Deshalb wird natürlich dann interessanter, wenn du irgendwie ein Dreieck hast oder ein Kreis. Weil wenn du einen Kreis hast und wendest dieselbe Funktion drauf an, dann könnte theoretisch ja die Maus dann auch hier sein und es würde trotzdem zählen. So. Aber ich glaube, dafür gibt es noch eine smartere Lösung. Also ich kenne sie gerade nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, da gibt es noch eine smartere Lösung. So, haben wir 5 Minuten geschafft, ne? Nächste Frage. Ja. Der hier? Ah, okay. Ja, okay. Ja, doch, stimmt. Ja, ich habe hier nur so ein Wacom-Tablet und muss immer so, guck so unter meinem Mikrofon durch, so, das ist ein bisschen weird, aber ja, guter Hinweis. Ja, das ist irgendwie über die Jahre, das Tablet habe ich mal nach Jahren wieder ausgepackt, so oft benutze ich das nämlich leider nicht. So, jetzt gehen wir mal zu dem Pauseproblem nochmal über und ich baue das jetzt mal, mache jetzt mal nochmal das andere Exempel auf. Warum habe ich jetzt hier so ein YouTube-Video? Notion, das Weize von Tilla. Stark, jetzt kopieren wir das mal. So, und es ging jetzt hier darum, das Ding zu pausieren. Wir hatten jetzt ja vorhin schon eine Möglichkeit gehabt, wo wir gesagt haben, wir können das ja on mouse pressed dass wir das quasi hier pausieren können. Das war doch, wie war's? Mouse press, und dann gab's noch eine andere Funktion, die hieß mouse release, ne? Okay, da kannst du dir ja quasi das Beispiel rüber kopieren und ich versuche jetzt nochmal das zu implementieren mit dem isPaused oder nicht. Ich mache jetzt hier mal oben eine Variable drin, let isPaused, und die setze ich mal auf false, ne? Weil die ja quasi, weil jetzt gerade per Default soll es ja nicht pausiert sein. Und wenn ich Mouse pressed mache, dann soll wenn ich da drauf drücke, dann soll der den Wert ändern. Also isPaused soll quasi true werden, also quasi wahr. Das Problem ist, wenn ich nochmal drauf drücke, dann bleibt es ja immer true. Deswegen kann man halt auch hier Ausrufezeichen isPaused schreiben und da wird einfach genau das Gegenteil gemacht. Immer wenn ich da drauf klicke. Also wenn ich einmal drauf klicke, dann ist es isPaused true. Wenn ich nochmal drauf klicke, ist es wieder false und so weiter. Switcht die ganze Zeit so durch. Und was ich jetzt machen kann, ist zum Beispiel auch sagen, ich kann in dieser Draw-Funktion eine if-Bedingung drumherum schreiben, die, wenn wir das aussprechen, sagen, wenn das Ding nicht paused ist. Das klingt irgendwie auch doof, man kann es auch eigentlich genau andersrum schreiben, also anstatt is paused, is playing. Ich mache mal aus is paused, is playing draus. Kann man es ein bisschen besser lesen. Is playing. Und was ich jetzt hier machen kann, ich kann ja halt, hier ist ja die Draw-Funktion, ne? Und um diese Draw-Funktion kann ich ja auch eine If-Bedingung schreiben. Das heißt, diese Draw-Funktion wird nur ausgeführt, sobald quasi irgendeine Sache erfüllt ist. Und da kann ich zum Beispiel auch hier reinschreiben, if is playing. Und ich kopiere mal alles, was hier drin steht, einfach da rein. Mach das noch ein bisschen schick oder gehe hier oben auf Edit und Tidy Code. Dann, was der jetzt macht, der spielt die Draw-Funktion nur ab, wenn da steht, is playing is true. Das ist jetzt gerade false, weil ich das nicht geändert habe. Aber wenn ich jetzt hier auf true gehe, dann macht der jetzt eine Pause. Nee, macht er nicht, oder? Nee. Jetzt gucke ich mal kurz, was ist. Also, is playing is gleich true. Dann, wenn ich Maus gedrückt halte, dann ändert er das. Ach, okay, der macht dann trotzdem den Background nochmal rein. Und das muss, glaube ich, hier oben rein, ansonsten funktioniert es nicht.
Nein, oh verdammt. Ich glaube, das Problem ist, dass du hast hier eine Draw-Funktion, die macht die ganze Zeit was. Und was der jetzt macht, der setzt es zwar hier um, dann macht er das, was in der Draw-Funktion ist, nicht, aber der macht halt das hier unten. Und der macht quasi, der macht trotzdem weiter, obwohl, weil dieses Is-Playing quasi nicht hier drin ist. Das heißt, ich kann das auch mal probieren, mal kurz Hacky damit reinzuschreiben ist. Jetzt müsste es theoretisch funktionieren. Es ist immer jetzt schwierig, sich ganz, ganz schnell irgendwie da reinzudenken. So. Is playing is true jetzt, ne? So. Alles schick gemacht. Aber warum macht er das denn? Ich gebe mir mal schnell in der Konsole is playing aus. Ach so, weil ich das hier falsch, falsch geschrieben habe. Is playing. Ah, jetzt. Okay, alles klar. Ich habe mich nur hier verschrieben. Ich hatte hier gerade stehen gehabt. Is paused ist gleich is playing. Das stimmt gar nicht, sondern ich habe es ja umbenannt. Okay, ich erkläre jetzt nochmal, was ist, was ich gemacht habe. Ich habe quasi um diese Draw-Funktion und eigentlich alles, was irgendwas zeichnet, also was diesen Loop zeichnet und halt das hier unten macht es ja im Grunde auch, dann habe ich einfach eine if-Klausel drumherum geschrieben. If is playing, also das hier. Was das bedeutet, is playing ist quasi eine Kurzform von is playing ist gleich true. So, also das ist gesagt im Grunde exakt das gleiche aus. Man kann aber auch schreiben is false, aber das wäre jetzt ja genau umgekehrt, was wir wollen. Deswegen lasse ich es mal weg. Und deswegen ist das hier die Kurzform. Also if is playing, und das macht man halt auch immer so, wenn man solche Zustände hat, dann benennt man die is irgendwas. Also zum Beispiel irgendwie, ja, was kann man noch sagen? Ja, is playing oder is paused? Da kann man halt direkt ablesen, okay, das ist eigentlich, ich meine es als Entwickler, als Boolean, also als entweder true oder false. Und kann halt direkt ablesen, was dieser Boolean im Grunde macht. Jetzt muss ich nur noch. Okay, es ist doch schwieriger. Also es funktioniert prinzipiell, aber macht trotzdem, glaube ich, noch nicht genau das, was ich will. Dafür muss ich aber erstmal verstehen, was das hier ist, weil das ist ja im Grunde genau das gleiche, oder? Wie noch Zeit? Das befindet man jetzt noch. For let be, bla bla. Ich tue mir das mal kurz auskommentieren, um zu checken. Und ich lösche es mal kurz raus, was überhaupt in der Draw-Funktion passiert. Okay, da draw random irgendwelche Loops. Und hier fängt er wieder von vorne an und tut aber noch ein zusätzliches Loop hinzufügen, ne? Nee, macht er nicht. Okay. Was der hier macht, du machst halt quasi zweimal das gleiche, ne? Also du machst halt hier oben was und dann machst du hier unten quasi nochmal das gleiche. Ah, okay, da steht. Ah, okay. Ach so, stimmt, das wird ja quasi der Hintergrund wieder übersetzt. Ach so, stimmt. Was war denn die andere Funktion nochmal gewesen, die du vor uns hattest? Pause und. Ah, okay. Stimmt, ja genau, das habe ich gerade vergessen, weil ich habe ja nur dieses is playing reingefügt und jetzt kann ich ja theoretisch auch noch dazu schreiben, dass er pausieren soll oder dass er wieder starten soll. Also wenn is playing, dann soll er halt einfach auf wieder go gehen und ansonsten den Loop unterbrechen, und wenn ich hier ein if is playing habe,
dann kann ich auch hier dahinter schreiben else, also wenn es nicht playing ist, dann soll der no loop ausführen. No loop. Ja, zack. Jetzt müsste er zumindest abbrechen. Why don't you do this? Ich lasse mir das jetzt mal auf. Ach jeez, ich glaube, der andere Approach ist ein bisschen einfacher. Weil der gibt immer wieder Force zurück, was eigentlich nicht ganz sein kann. Ist Post. Ach Quatsch, jetzt steht es ja schon wieder falsch drin. Is playing. So. Boop. Reference error is post is not defined. Ah, stimmt es. So, also ist. Genau, also wenn ich jetzt hier auf Pause drücke, dann unterbricht er das, weil er hier in No Loop reingeht. Also er setzt immer is playing. Und wie du siehst. So. Jetzt geht es natürlich nur weiter. Jetzt fängt er halt nicht an, die hier zu zeichnen, weil ich jetzt ja noch auf Continue gehen muss. Also ich habe ja den Loop unterbrochen. Das heißt, ich muss jetzt quasi hier nochmal schreiben, wie das losgeht. Wie hieß die Funktion nochmal? Wisst ihr das gerade aus dem Stegreif? Anstatt Gegenteil von No Loop. Oh, nicht Processing. Gucken. Könnt ihr mal probieren. So mache ich vielleicht mal oben drüber. Maus. Ah, okay. Ja, genau. Das heißt, du hast quasi eine Variable, diese isPlaying, die switcht halt im Grunde jedes Mal, wenn du klickst, wechselt die ihre Werte. Also sagt entweder true oder sagt halt false. Und dann bindest du halt hier mit diesen if is playing halt einfach eine zwei einzelne Felder ein. Also wenn quasi is playing true ist, dann geht der halt in den einen Bereich rein, und wenn es halt nicht so ist, geht er in den anderen rein. Und je nachdem, von der Logik her, sagst du halt entweder no loop, also stoppe, oder halt loop für geht halt weiter. Und da kannst du jetzt halt unterbrechen und dann geht's halt wieder von vorne los. Ich tue jetzt mal das Ding kurz speichern. Text, Logo, Copy. Und ich schick mal den Link dazu in Chat. Ups, wo ist mein Zoom? Chat zeigen. Upp, an alle. Alles klar, ich hoffe, wir haben das jetzt irgendwie geschafft halbwegs. Ich glaube, 10 Minuten ist schon relativ knapp, aber wir müssen heute auch irgendwann mal in Feierabend kommen. Ich mache hier nochmal einen schönen Pfeil nach oben, damit man checkt, um was es sich handelt. Jetzt haben wir, also passt es so erstmal, weil es wäre eigentlich theoretisch schon der nächste Step. Jetzt kommen die Multiple Frame Rates. Oh, jeez. Da muss ich mir kurz überlegen. Ich mache das erstmal zu hier. Notion. Ach, ich kann auch einfach in den Chat gehen, oder? 1, 2, 3 ist das jetzt. In Yashi Multiple Frame Rates? Nee, ne? Da gab es keine Frage dazu. Warte, ich hab's. Ja. Okay, ich mache als allererstes schon mal ganz gut, kann ich hier erstmal den Code ein bisschen aufteilen. So. Und jetzt hatten wir hier das Ding drin, dass das hier so. Jetzt ist es ein bisschen langsamer, deutlich langsamer als vorher, ne? Frame Rate of 3. Es gibt einen, also du sagst, ich muss es dir jetzt mal so ein bisschen aufschreiben. Ich glaube, weil der Code relativ komplex ist, schaffe ich es nicht. Ich hoffe, das Grundlegende theoretisch zu erklären, wie du es erreichen kannst. Es gibt einen. Ich mache das mal kurz zu.
Es gibt einen mathematischen Operator, der heißt Modulor. Den habe ich irgendwann im Informatikstudium mal kennengelernt. Der ist aber eigentlich ganz einfach. Und mit dem kannst du das lösen. Und zwar, ich schreibe das mal auf, wenn du willst, also du machst halt, du hast halt irgendwie dein, was der Stift war es jetzt, ne? Du machst hier, du hast jetzt hier irgendwie einen Codeblock, ups, du hast jetzt hier irgendwie einen Codeblock und in diesem Codeblock werden irgendwie, keine Ahnung, da werden deine rechts hier, deine Rechtecke gezeichnet, ne? So, ne? Die werden gezeichnet. Und dann hast du eigentlich irgendwo anders noch einen Codeblock und da nehme ich jetzt einfach mal an, da zeichnest du irgendwie so Kreise rein. Und die verändern sich halt in irgendeinem Zeitpunkt. Da macht es voll Sinn, wenn du diesen zweiten Codeblock in eine If-Bedingung reinschreibst. Und in diese If-Bedingung, wenn du jetzt zum Beispiel einen Frame-Count von 30 hast und du willst, dass jeder fünfte Frame, das aktualisiert wird, also jeder, oh Gott, 5 Frames halt, egal, 5 aller 5, dann kannst du einen folgenden Ausdruck nehmen. Das ist einmal if und dann nimmst du Frame Count, Count und dann schreibst du in Prozent 5 ist gleich 0. Und packst quasi, ich erkläre dir gleich, was das ist, und tust quasi das Erstellen von den anderen Sachen hier reinpacken, dann müsste es eigentlich funktionieren, dass jeden fünften Frame erst dieser Codeblock ausgeführt wird. Und dieser Codeblock wird jeden Frame ausgeführt. Was ist jetzt nur if frame count modulor 5 ist gleich 0. Das ist eigentlich im Grunde nur eine Restangabe. Das bedeutet, wir können das ja mal mit einer Zahl machen. Wenn du teilst, wie war denn das? Du teilst 5 durch 1, da hast du ja quasi, wenn du so Restrechnungen hast aus der Schule noch, dann hast du ja quasi 0 Rest 5 oder so. Also das heißt quasi, wie viel Rest du im Grunde hast. Wenn du 5 durch 5, dann hast du ja, wenn du das teilst, 1 und du hast einen Rest von 0. Ne? Und das sagt quasi, dieser Modulor sagt halt aus, wie viel Rest du hast. Umgekehrt kannst du halt auch einfach sagen, wenn irgendwas Modulor irgendwas gleich 0 ist, dann weißt du, dass du quasi genau an dem Punkt quasi angekommen bist. Das heißt, du hast, wenn man das jetzt in deinem Frame-Beispiel sieht, Alter, das ist mega dumm bei dem Tool, dass man vorher immer Shift drücken muss. Du hast jetzt hier deine Frame-Anzahl und die wird halt immer größer. So, nehmen wir mal an, du hast jetzt hier irgendwie eine Frame-Anzahl von 50 und deinen oberen Code-Teil, der wird halt jeden einzelnen Frame, wird der halt, verstehst du, was ich meine? Wird halt jeden einzelnen Frame gezeichnet. Und das sagt halt im Grunde, das kannst du dir dann quasi kopieren, sagt halt, dass es halt jedes Mal beim fünften Frame soll er dann halt dieses Ding hier zeichnen. Und damit kannst du quasi zwei unterschiedliche Dinge machen, weil 5 durch 5 ist 1 Rest 0. Warte mal, und 5 durch 4 ist 0 Rest 4, ne? Genau, so ist es. Und dann ist es ja quasi eine richtig, weil dann würde, wenn jetzt hier eine 4 reinsteht, 4 modulo 5 ist gleich 4, ne? Und es ist ja quasi nicht 0. Und dadurch macht er das in dem Frame halt nicht. Du kannst Modulo auch einfach im Grunde so verstehen, dass du eigentlich immer hochzählst bis zu dem Wert, der dahinter steht. Und dann fängt er einfach wieder von vorne an zu zählen. Also wenn du eine 5 reingibst, dann ist das 0. Wenn du eine 0 reingibst, dann ist es 0. Wenn es 1 ist es 1, 2 ist 2, 3 ist 3, 4 ist 4. 5 ist aber 0 wieder, 6 ist 1, 7 ist, also das heißt, du zählst immer in so Intervallen. Ist es ungefähr verständlich, was ich damit meine? Ansonsten kann ich dich ja nochmal auf Modulo verweisen. Das ist so ein bisschen das Ding, mit dem man das macht in P5. Alles klar. Okay, ich gucke mich dann auch einfach nochmal um. Vielleicht finde ich noch eine smartere Lösung, aber das ist so schnell in Konzept erklärt. So, hast du noch irgendwie eine Frage? Du hast noch 3 Minuten.
Gut, ich brauche sowieso wieder 2 Minuten wahrscheinlich, um das Ding noch zu öffnen. Oh Gott, ist das heute chaotisch. Jeez. Aber ich mache das mit dem Online-Format jetzt logischerweise auch zum ersten Mal, deswegen ist das so, kann das manchmal sein, dass ich da ein bisschen durcheinander komme. Jetzt haben wir den Safari-Test. Das sollte hoffentlich relativ schnell gehen. Nee. Yoshi. Ich mache das jetzt nochmal kurz im... Ups. Oh, geh weg. Ich mache das jetzt nochmal hier auf. Boop. Ach, du hast... Ist zu schnell geschrieben. Warte. Ist mal blöd, wenn man jetzt schon 20 Fenster offen hat. So, jetzt. In den Chat. Ach, hier eins neue Nachricht. Okay, alles klar. Du willst, dass das Ding animiert wird? Mhm. Also du willst das, was mit dem Slider hat, willst du quasi eigentlich haben, dass das quasi von alleine abläuft. Sondern dass es mehrere sind. Ach so, ne, das geht ja, das hat das ja was mit dieser Fraktaltheorie, glaube ich, mehr zu tun als, also Fraktale ist ja was das ist, ne, das sind ja quasi unendlich weitergehende Strukturen, ne? Und das ist jetzt eine Länge von 100, das müssen wir mal probieren. Okay. Ups. Ich glaube, da ist Fraktal, aber glaube ich auch schon das sinnvoll. Also, okay, du kannst. Oh, das ist jetzt interessant, oder? Da habe ich teilweise, ich glaube, um das komplett zu erklären, habe ich, glaube ich, Monate im Informatikstudium gebraucht, so ein bisschen, weil, also, das Programmierprinzip, was man anwenden muss, dafür sind rekursive Funktionen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu much. Du willst quasi nicht diese Fraktalfunktion benutzen, sondern du willst quasi einfach dasselbe. Ah, interessant. Okay. Naja, du kannst. Also anstatt immer i in eine Vorschleife reinzuschreiben, kannst du auch i plus 1 reinschreiben. Also ich glaube, das ist so ein Ding, das findet man, glaube ich, wenn man das mal programmiert. Aber ich weiß natürlich gerade nicht so direkt aus dem Stegreif, kann dir gerade nicht den Code so einfach ausspucken. Warte, ich überlege gerade. Erster Punkt, zweiter Punkt. Hm.
Okay, das schreibe ich mir auf, da gucke ich mich nochmal rein. Kannst du mir eventuell nochmal dein Code-Example schicken, welches, was, wo du probiert hast? Dann kann ich vielleicht doch noch ein bisschen. Okay, du willst quasi eigentlich eine Vorschleife haben und du sagst einfach anhand der Anzahl der Durchläufe, willst du sagen, wie viele Linien da quasi gedreht werden. Okay. Das muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob das, ob Fraktal dafür sogar die, also eigentlich die geilere Lösung sind. Aber okay, das übersteigt wahrscheinlich jetzt gerade den Rahmen von 10 Minuten, aber ich schaue es mir nochmal übers Wochenende an. Fraktale mit Loops. Sorry, dass ich dich jetzt so abspeisen muss. okay, wir sind ein bisschen drüber. Jetzt kommt. Oh Gott. So langsam ist mein Fenster voll hier mit allen möglichen Sachen. Multiple Frame Rates. Jetzt kommt der Safari-Test, ne? Nicht richtig? Okay. Das war das hier, ne? Nee, jeez. Ja, mach mal. Ich hab vor uns in der Liste ein bisschen schnell gewesen. Okay. Okay, alles klar. Ach, maximieren. Das stimmt, das war ja schon der ist ja schon der letzte, alles klar. Warte. Nee, ich bin schon dabei. Warte. Ich hab ungefähr jetzt schon 40 Fenster offen oder so. Und ich habe hier unten auch noch welche drunter, deswegen seht ihr manchmal nicht, was ich mache. Alles. Okay. Das kann ich dir erklären. Soll ich erstmal den Safari-Test machen zum Schluss? Also, du hast doch vorhin auch gesagt, du hast das mit den Loops noch nicht so ganz verstanden, ne? Okay, alles klar. Ich mach erstmal. Warte. Das hatte ich zwar in der letzten Woche schon mal erklärt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Okay, dann erkläre ich es dir nochmal und dann kannst du dir eine Gegenfrage an der Stelle stellen, wo du denkst, das ist jetzt angebracht. Das war der Stift. Also, der eindimensionale Loop macht ja Folgendes. Der macht dir quasi hier so Quadrate. Wir nehmen jetzt mal an, wir haben jetzt einen Loop, der zählt von 0 bis 4. Dann macht er mir hier 5 Quadrate, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So. Und der ist ja in dem ersten For-Loop, also in dem For 1, welches, da ist der ja am Anfang an dieser, ich muss mal kurz den Shortcut für diesen Stift hier wissen, dann ist der ja an dieser Stelle, ne? In dem ersten Punkt. Und wenn der an diesem Punkt ist, geht der zweite For-Loop ja los. Und innerhalb des zweiten For-Loops wird dann quasi hier nochmal so viele Rectangles gezeichnet. Es ist wirklich, ja, passiert ja in einem Blitz in einer Sekunde, so, ne? 1, 2, 3, 4. Also, es könnte auch halt asynchron sein. Also, das muss jetzt hier nicht genauso lang sein. Es geht auch anders. Und dann zeichnet er diese Rectangles. Danach zählt er hier einen hoch, dann ist er hier, dann zeichnet er hier wieder die ganzen Rectangles rein. Genau. So, das macht er dann halt hier immer weiter. Und das ist so der technische Grund oder das technische Ding. Das hier ist ein For Loop. Und das hier ist ein For Loop. Und das ist einer. Und das ist einer. Und das ist einer. Und das ist einer. Und so kommt das Grid zustande. So, und was man jetzt machen kann, es gab ja die, jetzt muss ich nochmal kurz zu diesem Koordinatensystem kommen und versuche das nochmal so zu erklären. Also, du hast ja
normalerweise, wenn du dein Canvas hast und nicht gerade zeichnen kann, dann hast du hier dein Koordinatensystem. Das ist hier X und hier die Y-Koordinate. So. Und was wir am Anfang gemacht haben, also wenn du ja 0, 0 eingibst, dann ist der Punkt ja hier oben. Und hier war es ja eigentlich auch schon so, also auch in der Zeichnung, bei dir ist es ja so, dass du halt hier diesen Offset hast, dass das Ding hier unten ist. Und da hat man sich die Funktion Translate. Und da kannst du hier zwei Werte reinpacken. Und die nimmt man sich halt, um den Punkt nach hier zu verschieben. So, dann hat man den Punkt hier und dann kann man das Quadrat an der Stelle halt zeichnen. Was jetzt passiert ist, es wird am Anfang das erste Rechteck gezeichnet. Und wenn der das erste Rechteck gezeichnet hat, fängt er an, die hier ja zu zeichnen. Ne? So. Und was man dann machen kann, ist quasi den Ankerpunkt immer mit zu verschieben. Das heißt, der Ankerpunkt ist ja eigentlich also hier. Und wenn er das zeichnet, dann springt der Ankerpunkt hier hin. Dann springt der Ankerpunkt hier hin. Und dann springt der Ankerpunkt hier hin. Das ist aber schwer, einen Code auszudrücken. Deswegen, also ich zeige dir gleich im Code, das ist eigentlich relativ einfach. Es geht nur darum, das Example zu verstehen. Wenn der das, wenn er den ersten hier gezeichnet hat, dann kann man quasi den Transformpunkt ändern mit, du hast zwei Funktionen, die heißen, glaube ich, was waren's? Pop und Pull. Glaube ich. Genau. Pop und Push. Genau, Push. Push und Pop. Und du musst dir das ungefähr so vorstellen, wenn wir hier, also du kannst dir das ungefähr so vorstellen wie so ein Stapel, ne? Sitzt hier so ein Stapel und per Default hast du so ein Stapel, ist quasi der Transform-Punkt 0, ne? Wenn wir jetzt hier Translate reinschreiben und den verschieben, dann kriegen wir hier quasi eine weitere Ebene drauf, auf dem wir den Transform-Punkt auf den Wert halt verschieben, der dann da ist, ne? Also der hier. Und was wir hier machen, ist quasi noch eine Ebene drauf machen, indem man das Ding um J, glaube ich, verschiebt. Dann wird das Ding hier nach hier unten versetzt, an den Punkt. Dann haben wir hier diese dritte Ebene drin. Irgendwie X und J, glaube ich, oder so. Ich muss gleich noch im Code gucken. Und wenn du hier quasi das Ding gezeichnet wurde, das ist der Computer ist hiermit fertig, macht es Sinn, wieder hier zu dem zurückzuspringen und dann beim nächsten hier runter zu gehen. Und das machst du halt immer im Kreis. Das findet man in den Examples immer wieder, das ist halt so über lange Jahre erkundet, weil wenn ich nämlich jetzt hier drauf pushe, dann ist es immer in Hinzufügen und wenn ich jetzt zum Beispiel Pop aufrufe, dann löscht er die hier, ups, dann löscht er mir diese Ebene wieder raus und ich bin quasi wieder an dem Punkt hier vorne. Und den Code kann ich dir jetzt mal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Du hast ja jetzt, ich mach mal ein bisschen, mach mal ein paar weniger Slots da rein. 20, ich mach mal 10 oder so, oder 5. Und 5. Und ich mach mal ein bisschen mehr Abstand rein. Weil hier hast du ja mal 15 und mal 15 und das ist ja quasi der Offset. Also das Ding hat ja von dem Punkt dann 15 Pixel Abstand. Mache jetzt mal ein bisschen mehr rein, damit es einfach besser sehen kann. 30 Offset, nochmal 30. Jetzt mache ich einfach nochmal die Dinger größer. Ja, okay, kann man ja schon mal 20 Pixel groß machen. So, und jetzt willst du, jetzt muss ich einzeln drehen kann. Und warum wir uns den ganzen Hackmack jetzt gerade gemacht haben mit diesen Transformpunkten, bedeutet eigentlich, du willst halt, wenn du rotierst, verschiebst du ja den Ankerpunkt. Und wie mit Illustrator willst du quasi, dass jedes einzelne Quadrat in jedem einzelnen Frame den Ankerpunkt selbstständig in der Mitte stehen hat und dann darum rotiert wird. Weil ansonsten rotiert er ja jedes Quadrat um diesen Punkt, der hier oben ist. Und das ist ja das, was bei dir passiert. Also bei dir.
Nee, der kopiert, also der macht es erst für diese Reihe hier und dann macht er das für die nächste daneben und so, deswegen kommt so ein übelst weirdes Bild bei rum. Ich habe das Ding ist, ich habe das selber sogar schon mal runtergeschrieben gehabt. Ich guck mir das mal schnell an, dann kann ich es dir schneller erklären. Sketches, Mapcam, Metal Cathedral, Experience, was glaube ich, das hier? Gib? Nee. Ach, kacke. Ich habe mittlerweile schon so viel in meinen Sketches drin. Audio Equalizer Test, Advanced Loop Example war das, glaube ich. Play. Genau. Also du willst ja im Grunde, dass es eigentlich so aussieht, ne? Genau, also okay, ich kann erklären, was da passiert ist, jetzt weiß ich es wieder. Du kannst, ich nehme erstmal das Rotate Count, nehme ich erstmal, natürlich erstmal auskommentieren. Und was du hast halt hier an der Stelle, setzt du ja den Punkt immer auf I30 und X30. Das heißt, du setzt den Punkt immer ausgehend von hier oben nach da und nach da und nach da und nach da. Und zeichnest das Ding. Aber eigentlich macht es viel mehr Sinn, das Koordinatensystem immer nach da und nach da und nach da und nach da zu verschieben, weil dann kannst du halt immer mit 0,0 arbeiten. Weißt du, was ich meine? Also anstatt den Startpunkt zu verschieben, verschiebst du das Koordinatensystem. Und das kannst du machen, indem du quasi schreibst, warte, also du willst halt, dass das Rectangle hier die Werte 0 und 0 entgegennimmt. Und das kannst du halt erreichen, indem du vorher translate reinschreibst und dann halt i mal 30 und j mal 30 reinschreibst. Das Problem jetzt ist nur, ach so, x, sorry, ich hab mit i und y gearbeitet, i und x. Das Problem ist bloß, jetzt ist halt immer das Verhältnis falsch, weil der immer weiter nach unten geht und deswegen nutzt man dieses Pop und Push. Und in dem Moment sage ich halt einfach, okay, weil das, oder ich schreibe es mal auf, Push ist es als erstes. Das heißt, pushe auf diesen Hügel von Transform, push mal die Position von X und Y halt drauf, dann zeichnet der das Rectangle. Und danach soll er das wieder wegnehmen, damit der obere Punkt wieder die Referenz ist, weil das nächste I und X ist ja quasi, das ist echt schwer zu erklären. Also, wenn ich jetzt, ich mach's mal numerisch, ich versuch's mal numerisch zu machen. Also, du hast jetzt irgendwie I mal 30, ne? So, und du zeichnest hier das erste Rectangle hin. Das ist jetzt von mir aus I mal 30, also quasi 0 mal 30 ist 0 und 30. Dann zeichnest du das zweite Ding und 0 und 0 ist das, stimmt. 0 und 0. Warum funktioniert mein Eraser nicht? Sorry, mein Rechner bläst zu krass. Ich weiß ja, warum die Leute immer so ein fettes Streaming-Setup haben und so einen Kack, weil ich hab das halt nicht. So, ich mach's nochmal. Also, das Ding. Sollen wir mal switchen? Das Ding, i mal 30. Das ist ja im Grunde 0 mal 30 im ersten Schritt, also 0. Das heißt, der Punkt ist 0 und 0. Dann verschiebe ich das Koordinatensystem hier hin. Also habe jetzt das zweite Dreieck zeichnen. Zuvor, bevor ich das verschiebe, verschiebe ich das Koordinatensystem zu. Da ist ja quasi dann I1, also 1 mal 30 ist 30. Also quasi 0 und 30. Das ist ja dann der Punkt hier. Verschiebe das Koordinatensystem dazu. Und dann zeichne ich ja hier das Ding bei 0, 0. Dann ist ja das hier auch wieder 0 und 0, ne? Soweit klar? Und im nächsten Schritt macht er ja 2 mal 30.
Und das sind ja dann schon 60. Was jetzt allerdings passiert, wenn wir nicht von diesem Punkt hier, also poppen, also wieder zurück zu dem Ankerpunkt gehen, dann passiert ja Folgendes. Dann hast du ja 0 und 60 als nächstes, aber von diesem Punkt hier ausgehend. Das heißt, du hast dann hier unten irgendwo 0, 0 und du verschiebst es halt. Und deswegen willst du halt immer, nachdem du quasi gepusht hast und du hier deine 0, 0 hast, schiebst du es wieder hoch, damit beim nächsten Mal dann die 0 und 60 halt hier landet, anstatt da unten. Und das wird ja immer, der Abstand wird ja immer größer, wenn du nicht poppst. Das wird ja dann immer und noch weiter und dann ist mein Kenntnis vorbei. Macht's jetzt. Du könntest natürlich auch immer wieder schreiben, genau. Aber bei Push und Pop nimmst du halt dann immer, kannst du immer wieder eine neue Translate-Ebene drauf und wieder runternehmen. Das war jetzt komplex. Und am Ende, warte mal, kannst du Push, Pop, müsste eigentlich schon funktionieren, oder? Warte mal, ach so. Haha, nee, warte mal. Ich probier's mal. Ach so, weil du rotierst ja vorher. Du musst ja an der. Okay, warte mal, ich guck, gib mir das mal aus. Rotate Count ist 0. Jetzt ist Rotate Count 1,1. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was hier der Fehler ist. Ach so, das Rotate muss, glaube ich, immer davor stehen. Ja, genau. Und was du jetzt halt machst, jetzt ist ja der Ankerpunkt noch hier oben, ne? Wenn du jetzt das Rectangle hast, dann ist der, hässlich, ist der Ankerpunkt ja hier oben. Und es gibt ja die Funktion Rect Mode, da kannst du den auf den Center setzen und dann drehen sie sich um den Center drumherum. Hier Rect Mode. Check. Wenn du hier Center reinschreibst, dann wird der Ankerpunkt quasi von hier oben, von hier nach hier in die Mitte, damit du quasi schön hier um die Mitte rotieren kannst. Und jetzt funktioniert's. Genau. Ja, du verschiebst das Koordinatensystem ja erst, bevor du das quasi also wie eigentlich quasi Rotate funktioniert, man kann sich es auch so vorstellen, also wenn du jetzt ja quasi keinen Rotate hast, dann hast du halt hier wieder dein Koordinatensystem, ne? Also X und Y, und was eigentlich im Hintergrund passiert ist, dass der das Koordinatensystem wie dreht. Und dann zeichnet der das Rectangle halt hier so rein. Und deswegen musst du das halt vorher machen. Ich weiß, normalerweise ist es ja, also es ist eigentlich counterintuitive, weil du eigentlich ja normalerweise sagen würdest, in Illustrator oder so, du zeichnest dir halt ein Rectangle und dann drehst du es erst. Deswegen ist es jetzt gerade, aber da passiert es erstmal so, du machst den ganzen Setup vorher und du mit Transform und Rotate und sowas tust du eigentlich im Grunde nur das Koordinatensystem, wie du es dir vorstellen kannst, eigentlich immer nur verschieben und kippen und drehen und was weiß ich. Super, geil, dann sind wir durch, oder? Achso, warte, keine Ahnung, ich weiß nicht, Safari ist der neue Internet Explorer. Open Safari this. Catfish. Ach ja, stimmt. Guck mal schnell. Das hier war das. Ich guck mal schnell. Also im Dings funktioniert's. Ah, okay, und hier passiert einfach nichts. Elementinformation. Gucken wir hier rein, in das Ticken.
Okay, also der findet 404-Error bedeutet, also das, was hier unten steht, 404 bedeutet quasi, dass die Datei nicht gefunden wurde. Es kann sein, dass der Server irgendwie nicht so gut gebaut ist gerade. Ups. Ah. Okay. Problem ist, der Server hat quasi eingestellt, oder es ist immer so, der Browser kann im Grunde interpretieren, ob die Datei jetzt quasi runtergeladen wird oder ob die in eine Vorschau gerät. Das ist, glaube ich, vom Server, also von dem Server, wo sie das hochgeladen hat, definiert. Denn das kennt man, wenn man zum Beispiel eine PDF-Datei, manchmal will man sich eine PDF-Datei im Web angucken, dann wird sie einem dort angezeigt und manchmal klickt man auf eine PDF-Datei drauf und die wird runtergeladen. Und offenbar ist diese Datei quasi zum Runterladen gefleckt. Das weiß ich jetzt aber, kann ich jetzt gerade nicht sagen, ob das am Server oder am Browser liegt. Und deswegen sagt P5 so, weil der will sich die Datei ja nur runterladen, sondern der will sie sich einfach nur ziehen und nicht richtig auf die Festplatte runterladen. Das ist ja der Unterschied zwischen den zwei Dingern. Und deswegen sagt er halt 404, ich habe das Ding nicht gefunden, weil er das Bild nicht quasi sich nicht vom Server holen kann, sondern der Server sagt, ja, lad's doch auf deine Festplatte runter. Deswegen funktioniert das nicht. Was kann man da machen? Ja, eigentlich am Code kann man da nichts ändern, sondern man kann es irgendwo hochladen oder halt die Server-Einstellung irgendwie ändern. Kannst eigentlich. Naja. Normalerweise geht es ja immer darum, also ich habe ja auch schon ein paar Jahre Webentwicklungserfahrung, normalerweise geht es immer darum, dass es eigentlich eher dass man den Code so schreiben muss, dass es auf allen Dingern läuft, oder den Server so konfigurieren muss, dass es auf allen Dingern läuft. Die haben da halt die Browser funktionieren da in dem Sinne halt unterschiedlich. Ich könnte natürlich mal gucken, wie das hier aussieht, wenn ich das hier mal einfüge. Kann man sich hier im Browser kann man sich die Netzwerkaktivität anzeigen lassen. Fish Web P und dann kann man hier irgendwie so gucken. Statuscode 304. Ich glaube, das liegt da. Es ist, glaube ich, eine Serverkonfiguration, weil wenn du auf den Wix-Server, glaube ich, eine PNG oder eine Image, also PNG, JPEG oder so ein gängiges Bildformat legst, dann checkt das der Server auch, dass man das Bild quasi abrufen kann. Dadurch, dass WebP aber relativ neues File-Format ist, kann das auch sein, dass der Browser das interpretiert wie eine ZIP. So, wenn du eine ZIP runterlädst, dann lädt er die ja auch immer runter. Da macht er ja sonst nichts anderes damit, der Browser. Und ich glaube, es könnte an dem Bildformat liegen, weil das hier dieses relativ neuartige WebP, Web für Webpicture steht. Das ist halt ein bisschen neuer, moderner und fancy-bancy und besser komprimiert und was ist irgendwie alles für ein Kram. Daran wird das wahrscheinlich liegen. Genau, so okay, dann haben wir das auch geklärt. Da muss er wahrscheinlich einfach mal das nächste Mal probieren, da irgendwie eine PNG hochzuladen. Ich meine, gut, sie ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr da, oder? Nee. Von daher kann ich das mir aufschreiben und nächstes Mal nochmal sagen. Ja, danke für die intensive Session. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt gerade noch ein bisschen weiterhelfen. Ich kann mein Screensharing erstmal stoppen. 3 Stunden 22 ist eine ganz schön lange Zeit jetzt. Wird langsam mal Zeit, Feierabend zu machen. Tschüss! Ich geh morgen paddeln. Ich mache jetzt erstmal Urlaub. Danke. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.